Was ist Al-Irja? Al-Irja, Barakallahu fikum, Jazakum Allah khairan, das heißt normalerweise zögern oder nachschieben oder später verspäten. Das heißt, wenn du sagst später, das wird Arjihi wa Akhahu, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das bedeutet lass ihn erstmal und später verspäte ihn erstmal oder zögere erstmal oder schiebe die Sache nach. Und natürlich, barakallahu fikum, in der Religion Al-Irja bedeutet was anderes, und zwar, dass es, barakallahu fikum, dass man entweder die körperliche Handlungen vom Iman abgeschnitten hat. Das bedeutet, dass man sagt, die körperlichen Handlungen, die gehören nicht zum Iman. Das heißt A'mal al-Jawarih. Allgemein. Oder, dass man der Iman, ob die Person Mu'min oder nicht, ist der Iman, für den letzten Tag lässt. Das wird Allah entscheidet dann, was ist über eine Person. Und deshalb, barakallahu fikum, dass sie verspäten oder sie sagen, das ist später. Später. Das heißt, was bedeutet? Das bedeutet, Allah wird bestrafen, Allah wird belohnen. Und deshalb, für sie ist, was sagen sie? Die sagen, einige natürlich von Murji'a, die sagen, dass die, egal was du von Sünden begehst oder gute Taten begehst, spielt keine Rolle. Das wird gut oder schlecht, bewirkt nichts in Iman. Das heißt mit anderen Wörtern, der Iman ist konstant. Das ist Hauptaussage bei diesen Leuten. Deshalb, ob du 50 Gebete machst, 10.000 Bittgebete machst, ob du 50.000 Sünden begehst, deshalb sagen la yadurru ma'a al-imani shay. Das heißt, solange du den Iman hast, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Das ist natürlich, barakallahu fikum, eine gefährliche Aqida. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Al-Irja ist eine gefährliche Aqida. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, wann wurde Al-Irja oder wann hat das angefangen? Man weiß nicht genau. Jetzt, dass wir genau sagen, wann, Allahu a'lam. Allahu a'lam, barakallahu fikum. Aber man erzählt, im Jahre 83, barakallahu fikum, ungefähr nach der Auswanderung, hat das angefangen, ungefähr nach der Fitna von Ibn al-Ash'ath. Nach Fitna von Ibn al-Ash'ath. Und eine Person hieß Al-Hamadani, da sagt man Dhar ibn Abdullah Al-Hamadani, dass er diese, barakallahu fikum, gesagt hat. Was haben diese Leute gesagt? Erstmal, was ist Fitnat ibn al-Ash'ath? Barakallahu fikum, Fitnat ibn al-Ash'ath, nur schnell gesagt. In Damaskus war der Khalif, der hieß Abdul Malik ibn Marwan. Im Irak gab es Provinzleiter oder Provinzemir, und der hieß Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Bekannt, sehr bekannte Person. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Barakallahu fikum, Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Abdurrahman ibn al-Ash'ath war in dieser Zeit.
Und Al-Hajjaj hat Ibn al-Ash'ath nicht gemocht. Ibn al-Ash'ath war bekannt. War bekannt. Und sein Vater war auch bekannt. Auf jeden Fall, der König von Türken damals, der ist Retbil oder sowas ein Name, ich weiß jetzt nicht genau. Der Türken von König, von, der König von Türken, der hat die Muslime angegriffen. Die waren keine Muslime. Der hat die Muslime angegriffen und der hat die Muslime getötet. Dann hat Abdul Malik und Marwan al-Hajjaj gesagt, oder er hat ihm geschickt natürlich, er soll gegen diesen Mann was tun, gegen diesen König von Türkvölkern oder von Türken. Dann wollte al-Hajjaj jemanden haben, dass er kämpft. Dann hat er diesen Ibn al-Ash'ath beauftragt, das zu machen. Und beide haben sich nicht gemocht. Al-Hajjaj hat Ibn al-Ash'ath nicht gemocht und Ibn al-Ash'ath al-Hajjaj auch nicht. Was passierte dann? Er ging, das heißt, er marschierte Ibn al-Ash'ath und er hat eine starke Armee mitgenommen und er hat große Siege erreicht. Das wird er erzielt, Entschuldigung. Er hat große Siege erzielt und er hat die Türken wirklich besiegt. Und der König von den Türken, der ist von einer Stadt zu dem anderen geflohen. Und Ibn al-Ash'ath ist hinter ihm. Dann Ibn al-Ash'ath hat gesagt, am Ende, wir bleiben. Und wir kämpfen dieses Jahr nicht mehr, das nächste Jahr, damit die Armee noch Kraft hat. Al-Hajjaj sagte, der hat ihm einen Brief geschickt, du hast Angst und sozusagen du machst nicht deine Pflicht, die Muslime zu verteidigen. Ibn al-Ash'ath war dann genervt von Al-Hajjaj und sein Vater hat zu den Leuten gesprochen, der hat gesagt, dieser Al-Hajjaj, ihr wisst, dass der ein schlechter Mensch ist und der ist nicht gut und deshalb wir sagen ihm die Bay'a ab, diese Treueid, sagen wir ihm ab und wir wollen ihn nicht mehr als Provinzleiter. Viele Leute, weil sie Al-Hajjaj nicht gemocht haben, haben mitgemacht. Und die haben Al-Ash'ath, Abdurrahman ibn Al-Ash'ath, die haben ihn dann als Provinzleiter genommen. Am Anfang war die Sache so, sie wollten nur Al-Hajjaj nicht. Und von diesen Leuten, die gegen Al-Hajjaj waren und gegen Al-Amuyin waren, kamen sehr viele. Und die waren Hunderttausende geworden. Von Leuten. Das waren Al-Basra und dann Al-Kufa und diesem Gebiet im Irak. Übrigens, die Fitnen kommen immer, wie der Prophet Sallallahu gesagt hat, Al-Irak ist Ardul Fitnen, das wird das Land von Fitnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auf jeden Fall, dann barakallahu fikum, sagt Allah, war die Sache so, dass Al-Ash'ath dann, er hat gesagt, wenn ihr gegen Al-Hajjaj seid, Ibn al-Ash'ath, dann sagt, wenn ihr gegen Al-Hajjaj seid, dann könnt ihr auch gegen den Khalif von Muslimin werden. Deshalb, sie haben auch den Khalif von Muslimin sondern abgewählt. Wir wollen dich nicht mehr. Abdul Malik ibn Marwan. Und der war traurig. Dann hat Abdul Malik ibn Marwan Al-Hajjaj geschrieben, was sollen wir machen? Al-Hajjaj wollte kämpfen. Ibn Marwan hat an Al-Ash'ath geschrieben. Der hat ihm gesagt, wenn du willst, dann werde ich Al-Hajjaj, sage ich jetzt, nicht mehr als Provinzleiter machen. Und du kannst das machen. Ibn al-Ash'ath wollte. Aber die Leute, die um ihn waren, die haben gesagt, nein, wir sind stärker. Dann hat er al-Hajjaj geschickt zu ihnen. Die haben lange gekämpft, mehr als 100 Tage haben sie gegeneinander gekämpft. Es gab natürlich mit Ibn al-Ash'ath, es gab so eine Gruppe, die waren die Gelehrten. Und die Leute haben ihnen gefolgt. Al-Hajjaj war schlau. Der hat gewusst, wenn er diese Leute tötet, dann werden sie, die Leute werden durcheinander werden, weil sie niemanden haben, der Wissen beibringt.
dann haben sie diese Leute angegriffen, die Gelehrten. Und sie haben viele von ihnen getötet. Ibn al-Ash'ath ist schwächer geworden, weil die Leute nicht mehr jemanden haben, Führer und sowas, die waren die Gelehrten. Und al-Hajjaj hat gewonnen und die haben Ibn al-Ash'ath getötet. Das ist die Fitna von Ibn al-Ash'ath. Und hier, barakallahu fikum, in dieser Zeit hat es angefangen mit dieser Murji'at al-Fuqaha oder Irja' al-Fuqaha, in dem viele dieser Fuqaha was gesagt haben, weil sie natürlich Angst gehabt haben von al-Hajjaj. Und die haben Angst gehabt, dass sie getötet werden. Deshalb, barakallahu fikum, barakallahu khairan, da hat das so mit al-Irja' angefangen. Und da hat man gesagt, die Handlungen, die körperlichen Handlungen, die körperlichen Handlungen, die gehören nicht zu Iman. Okay? Das wird ursprünglich Al-Irja bedeutet, die körperlichen Handlungen, die sind nicht von Iman, sondern Al-Iman ist, dass man im Herzen das Wissen hat, im Herzen bestätigt und dass man vielleicht mit der Zunge bestätigt, La ilaha illallah. So hat das angefangen. Dann, barakallahu fikum, war das mehr in dem, was ich gesagt habe, Dhir ibn Abdullah al-Hamadani, der hat gesagt, Al-Iman ist nur, barakallahu fikum, Qawlun wa Amal. Und dann später, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, dann kam Hamad ibn Abi Sulaiman, da hat man gesagt, das war der Sheikh von Abu Hanifa, ungefähr nach 1. Jahrhundert, und der hat, barakallahu fikum, diese Ansicht von Al-Irja bezüglich Al-Iman ist konstant, und so hat das angefangen, barakallahu fikum, wa jazakumullah khairan. Das wird, wenn wir von Al-Irja sprechen, dann müssen wir, bevor wir Al-Irja erklären, richtig jetzt, dann erkläre ich, barakallahu fikum, Aqida von Ahl al-Sunnah al-Jama'a, was wir ein paar Mal gemacht haben, mit einigen Wörtern, das, ich will jetzt nicht so viel erklären. Ahl al-Sunnah al-Jama'a sagen, barakallahu fikum, Iman ist Wort und Tat. Wort sind zwei, Wort der Zunge und Wort des Herzens, und Tat ist Tat des Herzens und Tat des Körpers, das wird Handlungen vom Körper. Das Ganze macht Al-Iman bei Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Al-Iman wird durch gute Taten stärker und durch schlechte Taten schwächer. Das war Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Al-Iman qawlun wa 'amal yazidu bit-ta'a. Das ist, barakallahu fikum, bei Ahl-Sunnah al-Jama'a. Das Herz sagt, bestätigt den Iman. Das Herz tut, indem man Iqrar, Iz'an, indem man das Herz verinnerlicht und alles weiß, verinnerlicht. Dann Zunge, La ilaha illallah, Taten, indem man handelt nach dem Iman. Indem man handelt nach dem Iman, barakallahu fikum. Handelst du besser, handelst du gut, wird dein Iman stärker. Und wenn dein Iman stärker ist, dann bist du fester, dann verstehst du die Religion besser, dann auch zeigst du mehr Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, du sagst mehr Gottesfurcht und so weiter. Ist dein Iman schwächer, dann beginnst du Sünden. Und von Sünde zu Sünde. Und wird dein Iman immer schwächer. Das ist jetzt, was Ahl Sunnah sagen. Und dein Iman könnte durch ein Wort, durch eine Handlung, innerlich oder körperlich, auch gelöscht werden. Gelöscht werden. Indem man, wal'iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala, als kein Muslim dann wird. Jetzt Al-Murji'a. Was sagen Al-Murji'a oder Al-Irja'? Was sagt Al-Irja'? Sagt nein. Al-Sunnah al-Jama'a sagen, Iman ist komplex. Aus diesen vier Themen. Bei Al-Murji'a, die sind Gruppen. Die sind Gruppen. Eine Gruppe, die erste, zweite, dritte. Barakallahu fikum, ein Teil von ihnen. Die sagen, Al-Iman ist nur
Kenntnis. Möge Allah uns bewahren. Iman ist nur Kenntnis. Also du hast nur im Herzen, du kennst nur im Herzen, dass Allah dein Gott ist und so weiter, dann bist du voller Mu'min, und das ist die Ansicht von Al-Jahmiyyah. Al-Jahmiyyah, die sind die Leute, die Al-Jahm ibn Safwan gefolgt haben. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Einige von ihnen, die sagen Kenntnis und Bestätigung. Das wird Ma'rifatul Qalb, Tasdiq al-Qalb ist genug. Genug. Die Leute von Mekka, die haben doch gesagt, Allah hat uns erschaffen. So, Iblis, Al-Shaytan, auch sagt, Allah hat mich erschaffen. Nach dieser Aussage, A'udhu Billah, dann ist der Shaytan auch Mumin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das ist die schlimmste eigentlich, Barakallahu fikum, Sakum Lachin. Dann die anderen, die zweite Gruppe, Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan, das sind eine Gruppe, die sagen, es ist genug nur, dass man mit der Zunge bestätigt, mit der Zunge. Und diese heißen Al-Karramiyya, eine Gruppe, die haben gesagt, nur man sagt mit der Zunge La ilallah, dann ist man voll gläubig. Dann kommt, Barakallahu fikum, die dritte Gruppe. Dann kommt die dritte Gruppe, und das ist Irja al-Fuqaha. Da nennt man so, da hat man das so genannt, weil derjenige, der das gesagt hat, der war ein Faqih. Und der erste war Hamad ibn Sulaiman, Abi Sulaiman. Und deshalb, Barakallahu fikum, sagt man Irja al-Fuqaha, die sagen, das ist Wort und Wissen oder Kenntnis. Und einige, die sagen, ach und Tat vom Herzen. Aber was sagen diese? Wo ist ihr Fehler? Die sagen, die körperlichen Taten gehören nicht zu Iman. Und die sagen, Iman ist konstant, wie ich schon erzählt habe. Schau mal, was ist der Unterschied zwischen diesen Leuten und Ahl-Sunnah al-Jama'ah? Ahl-Sunnah al-Jama'ah sagen, komplex, schwankt, guten Taten stärker, schlechten Taten schwächer. Das ist nicht konstant, sondern das schwebt. Das schwebt, Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Das heißt, Barakallahu fikum, Al-Irja heißt, mit anderen Wörtern, nachdem wir das erklärt haben, Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Erstens, Iman ist nur Tasdiq. Was ist Tasdiq? Das ist nur Bestätigung, ohne Verinnerlichungen, ohne I'tiqad, ohne Überzeugung sozusagen. Nur Bestätigung. Man weiß im Herzen, das ist genug, und das stimmt nicht. Weil, wenn du sagst, Saddaqtu, was ist der Gegenteil von Saddaq? Kadhib. Aber was ist das Gegenteil von Iman? Kufur. Deshalb, das Wort ist nicht richtig. Das Dich ist nicht genug für den Iman. Du sagst, Amentu leka. Amentu bika. Du sagst nicht nur, wie bei Saddaqtuka. Du sagst, Saddaqtu. Du kannst nicht sagen, Saddaqtu in Allah. Das kannst du nicht. Deshalb, Barakallahu fikum, das ist erstmal der erste Fehler, was sie gemacht haben. Zweitens, sie sagen, der Iman ist nur eine, nicht komplex. Nicht komplex aus Taten und so weiter. Und Ahl-Sunnah al-Jama'ah sagen, nein, der Iman ist komplex aus Wort und Tat. Drittens, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, die sagen, Al-Iman ist konstant. Ahl-Sunnah al-Jama'ah sagen, nein, Iman wird durch gute Taten stärker, durch schlechte Taten, schlechte Sünden wird der Iman schwächer, und er kann auch gelöscht werden. Bei ihnen viertens, der Iman löscht nicht. Also der Iman bleibt. Außer in einer Situation, dass man deutlich sagt, ich verleugne Allah. Dann ist man kaf. Nur. Oder ich verleugne Koran. Aber alles andere, nein.
Und das ist katastrophal. Wal'iyadu billah. Fünftens, barakallahu fikum, zakumullahu khairan, die sagen, wenn du Iman hast, dann werden die Sünden nichts bei deinem Iman bewirken. Das heißt, mit anderen Worten, tu alle Sünden, was du willst. Hauptsächlich, du bist Mu'min, dann genug. Deshalb haben einige gesagt, unser Iman ist wie Iman von Jibril. So stark. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Sechstens, barakallahu fikum, wa jazakum Allah khairan, die Murji'a, also die Leute, die Irja' haben, die sind meistens Ahlul Kalam. Ahlul Kalam. Was sind Ahlul Kalam? Die sind diese Leute, die haben gesagt, sie bestätigen den Iman durch logische Beweise und eher philosophisch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das Al-Sunnah und Jama'a sind nicht davon. Dann barakallahu fikum, das sind die Haupt, sage ich jetzt, Themen, die diese Leute haben. Jetzt bitte, ich möchte etwas verknüpfen mit unserer Zeit. Heute werden Gelehrten mit Al-Arja vorgeworfen. Jetzt, wenn du das Ganze hier, wir haben 6, 7 Punkte erklärt hier. Wenn du diese alle nimmst und du willst das umsetzen und du willst das vergleichen mit den Aussagen von den Gelehrten, dann siehst du, die Gelehrten, die verleugnen das Ganze hier. Sagen, das ist falsch alles. Aber trotzdem sagt man, die sind Murji'a. Was ist das Problem, dass man sagt Murji'a? Ich sage euch. Das geht um, barakallahu fikum, Herrschaft. Takfir, das sind die zwei Themen heutzutage. Das heißt, wenn du nicht sagst, alle Herrscher sind Kuffar, dann bist du automatisch Murji'a. Und Katastrophe, das ist ein Missbrauch übrigens. Weil Irja mit Takfir, die sind zwei Themen. Irja ist eine Aqida Richtung. Und barakallahu fikum, das andere, das Katastrophe, was einige Leute machen. Das wird Takfir. Entweder sagst du, die Leute sind keine Muslime, oder bist du selber Murji'a. Und das hat mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun. Und das belegt, dass diese Leute, die das behaupten, dass sie kein richtiges Wissen im Islam haben. Weil hätten sie richtiges Wissen, dann könnte man so erklären, ah okay, Al-Irja ist das. Wer das sagt, könnte Irja haben. Aber, dass man, weil man nicht sagt, alle Herrscher sind Kuffar, deshalb ist Murji'a, a'udhu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewachen. Das andere ist Takfir. Das wird, zum Beispiel sagst du, wer nicht betet, ist Kafir. Wer das nicht macht, ist Kafir. Dann bist du, hast du kein Irja. Wenn du das nicht machst, dann hast du Irja bei diesen Leuten. Und liebe Brüder, barakallahu fikum, aufpassen von solchen Meinungen, weil diese Meinungen mit dem Thema an sich selbst nichts zu tun haben. Al-Irja, was wir erklärt haben, ist was? Und dass man die Leute vom Islam ausschließt, ist total was anderes. Da soll man aufpassen. Al-Imam Ahmed sagte, wer sagt, Al-Iman, Qawlun wa Amal, Yazidu wa Ta'a, Yunqasu wa Al-Ma'siyah, der hat nichts von Irja. Al-Barbahari sagt das in Sharh al-Sunnah. Der sagt, ach das Gleiche. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ach sagt das Gleiche. Deshalb Ibn al-Qayyim sagt, ach das Gleiche. Das heißt, wenn du sagst, Al-Iman ist es Wort und Tat, wenn du sagst, Al-Iman ist Bestätigung durch die Zunge, Tat des Herzens und die Körperhandlungen gehören zum Iman, dann hast du mit Al-Irja nichts zu tun. Aber, dass man, barakallahu fikum, unterschiedliche Ansichten hat, zum Beispiel, ist derjenige, der nicht betet, Muslim oder nicht Muslim, die Gelehrten des Islam selber, die großen Gelehrten, die haben unterschiedliche Ansichten gehabt. Und die andere neue Geschichte, was die Leute heutzutage diskutieren, sind die Handlungen. Handlungen sind die Bedingung für Vollständigkeit des Iman
oder Richtigkeit des Imams. Das haben Ahlus Sunnah und Jama'ah nicht diskutiert. Diese Diskussion kam von den anderen, von Mu'tazila, von den anderen kam das. Von Ahlus Sunnah und Jama'ah gab es sowas nicht. Ahlus Sunnah und Jama'ah sagen, aufpassen, bitte lernt das. Ahlus Sunnah und Jama'ah sagen, die körperlichen Handlungen gehören zum Iman. Und das ist die Sache. Die sagen nicht Schart Sahha und Schart Kamal und so weiter. Dann kommt die andere Sache. Die sagen Al-Amal. Die Tat. Barakallahu fikum. Die Tat ist von Iman. Und der Iman ist ein Komplex. Aber dass die Gelehrten unterschiedliche Ansichten getroffen haben, bezüglich zum Beispiel einer Person, ob er Muslim oder nicht Muslim ist, oder bezüglich einer Handlung, ob diese Handlung die Person vom Islam ausschließt oder nicht, oder bezüglich, wie zum Beispiel Gebet verlassen oder nicht, das heißt nicht aber, dass die andere Seite Murji'a sind und die erste Seite Khawarij, das belegt, dass die Leute kein Wissen haben, die über solche Themen sprechen. Es gibt eine Ansicht von den Gelehrten und eine andere Ansicht von den Gelehrten von Ahlus Sunnah und Jama'ah zu bestimmten Themen. Das ist kein Problem, solange man mit Belegen und mit Beweisen redet. Aber dass man die andere Seite sofort beurteilt oder verurteilt, das ist falsch. Deshalb heutzutage, das Thema Irja wird total in eine andere Richtung geschoben. Da hat man das politisch gemacht und nicht mehr Aqida-Richtung. Erstens. Zweitens, wenn jemand mir nicht gefällt, zum Beispiel, mir gefällt eine Person nicht, dann sage ich ihm, das von Khawarij, das Murji, das. Wo sind die Beweise? Man muss erstmal die Aqida von einer Person betrachten, seinen Weg betrachten, seine Wörter auswerten und dann kann man was entscheiden. Aber leider, viele Leute, die wissen das nicht. Das wird zum Beispiel, weil ein Scheich, ein Großgelehrter, nicht zum Beispiel sagt zu einer Person, dass diese Person kein Muslim ist. Aha, dann hat er Irja. A'udhu billah. Was ist Irja? Haben gesagt, die Taten gehören nicht zu Iman. Oder der Iman ist konstant. Oder der Iman ist genug Kenntnis. Oder Kenntnis und Wort dazu. Die Taten gehören nicht dazu. Das hat damit nichts zu tun jetzt mit Al-Hajjaj, weil wir über die Fitna von Ibn al-Ash'ath gesprochen haben. Al-Hajjaj, einige Gelehrten sagen, der ist kein Muslim, die anderen sagen, der ist Muslim. Tarku Salah, derjenige, der nicht betet. Al-Imam Ahmed sagt, der hat 5 Aussagen. Aber er sagt, nicht Muslim, die anderen Gelehrten, Al-Shafi'i, Malik und andere, auch Schüler von Imam Ahmed, sagen, der ist Muslim. Aber wir haben nicht gehört, dass einer dem anderen gesagt hat, du hast Irja. Oder, wal'iyadu billah, du hast falsche Aqida. Weder diese Seite noch die andere Seite. Weil die Grundlagen stimmen. Deshalb, barakallahu fikum, diese Aqida-Richtung von Irja ist sehr schlimm. Da muss man aufpassen. Aber diese Form von Irja erleben wir heute mit anderen Wörtern. Erleben wir heute mit anderen Wörtern. Und zwar, der sagt dir, aber der sagt La ilaha illallah. Ja, eine Person sagt La ilaha illallah und dann sagt er, der glaubt nicht an Suren vom Koran. Sagt, ja. A'udhu billah. Und der andere sagt, lass ihn machen, was er will. Du wirst nicht anstatt ihn ins Grab gehen. Jeder geht in sein Grab allein. Und, oder der sagt, mein Iman ist in meinem Herzen. Ich brauche nichts zu tun. A'udhu billah. Das sind Formen, die wir heute haben. Oder die vierte Form, da sagt ihr, so hat Allah gewollt, ich brauche nicht beten, ich brauche nichts zu machen. Und sowieso Allah subhanahu wa ta'ala wird mich bestimmt ins Paradies bringen, weil ich arme Person bin und so weiter. Das sind Formen, die wir heute hören von Lirja. Du brauchst nichts zu tun, du brauchst nichts zu wirken, du brauchst gar nichts zu machen. Dein Iman ist nur im Herzen. Alles, was du machst, ist egal. Auch von Sünden. Allah ist Ghafur und Rahim.
Die Wörter sind richtig. Allah ist Ghafur al-Rahim. Allah ist allverzeihend, allvergebend. Ja, also es ist nicht, dass du nicht zur Rechenschaft gezogen wirst für deine Taten. Hast du gut gemacht, wirst du belohnt. Hast du schlecht gemacht, wirst du bestraft. Bei diesen Leuten, nein. Die denken nur an Gut, aber an Sünden nicht. Die andere Form, was sehr schlimm geworden ist heute, zum Beispiel eine Person ist mit klaren Beweisen deutlich, diese Person ist kein Muslim. Dann kommt eine Person und sagt, naja, wir können nicht sagen, dass kein Muslim ist. Ich habe ihn gehört, der sagt La ilaha illallah. Und der Prophet sagte, wer La ilaha illallah sagt, ja. Aber was bedeutet sagt? Nur Wort? Da muss man verstehen. Der Prophet sagt, wer sagt La ilaha illallah? Mukhli khalisan, mustaqinan, aliman. Was sind diese Hadithe? Deshalb muss man kombinieren zwischen den Hadithen. Auf die andere Seite. Der ist kein Muslim, wenn er das macht. Der ist kein Muslim, wenn er das macht. Da muss man auch kombinieren mit den Beweisen. Weil es Beweise gibt, dass man etwas gemacht hat und der wurde vom Islam nicht ausgeschlossen. Deshalb, Barakallahu fikum, heute, die Seiten sind so verhärtet. Aber wenn man nur ein bisschen überlegt und denkt und wenn man ruhig miteinander redet, dann merkt man genau, dass es falsche Informationen gelangen und deshalb versteht man das nicht richtig. Zum Beispiel dieses Thema, ja, wenn du die Herrscher vom Islam nicht ausschließt, dann bist du kein Muslim. Wer sagt das von den Gelehrten des Islam? Wer sagt, dass du verpflichtet bist, eine Person vom Islam auszuschließen? Du bist nicht verpflichtet. Dieses Thema ist für die Richter und für die Gelehrten, aber für die Leute, die kein Wissen haben, da brauchen sie nicht. Und sowieso Allah wird dich nicht nach Person X. Diese Wörter, jetzt dieses Wort, was ich sage gerade. Allah wird dich nicht am letzten Tag fragen, nach Herrscher so oder nach Person so. Eine Person betet nicht an Herrscher, ich weiß nicht. Allah wird dich danach nicht fragen. Das stimmt, Allah wird dich danach nicht fragen. Sag, das ist Erja. Du musst ihnen sagen, alle Herrscher sind Kuffar. Derjenige, der nicht betet, ist Kafir. Die Frau, wenn sie Niqab nicht trägt oder wenn sie Hijab nicht trägt, ist keine Muslima. Und du sollst so schnell sein in Takfir. Dann vielleicht hast du gute Aqidah. Und das ist Katastrophe, weil diese Leute kein Wissen haben. Und da sage ich, ich bin davon überzeugt, die Leute, die so reden und so ticken, die haben kein Wissen. Das ist so oftmals in Barakallahu fikum und Zakumullah khairan. Wie ich schon gesagt habe, da muss man Allah fürchten. Und wenn man Barakallahu fikum über die Leute spricht, dann sollte man etwa, da sollte man wissen, was die Leute sagen. Ja? Was die Leute sagen und wie sie das erklärt haben. Deshalb Lirja ist eine Barakallahu fikum, eine falsche Aqida-Richtung. Und da gab es Al-Jahmiyyah, die waren auch Murji'ah, aber von der schlimmsten Sorte. Dann Al-Karramiyyah, schlimmste Sorte. Dann Barakallahu fikum, eher ein bisschen, sage ich jetzt, näher zu Al-Sunnah. Da kamen Al-Asha'ira und Al-Maturidiyyah. Leider Al-Asha'ira und Maturidiyyah, die sind auch in diesem Thema Murji'ah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und die Aqida der Al-Sunnah al-Jama'ah ist total anders als diese Leute. Deshalb muss man aufpassen, nicht alle natürlich, bei Al-Asha'ira, nicht alle, aber leider viele. Deshalb soll man aufpassen, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Und bitte nochmal, verbindet nicht das Thema Irja mit dem Thema Takfir. Diese Verbindung ist falsch. Einfach falsch. Weil das damit nichts zu tun hat. Aber verbindet das Thema Irja mit der Definition von Iman. Das ist die Verbindung. Die haben den Iman, Definition von Iman, falsch verstanden. Und aus diesem Grund haben sie diese Aussagen getroffen. Einige von ihnen, vielleicht würden, das wird von den Fuqaha jetzt, und ich denke, bei manchen Fuqaha, oder was man sagt, Irja al-Fuqaha, was ich euch gesagt habe, die sagen, Qawlun wa Amal, aber die sagen, der Iman ist konstant.
diese Leute vielleicht meinen was anderes. Weil einige Gelehrten haben versucht zu erklären, die meinten, der Iman konstant, das bedeutet, du hast dann den Iman. Weil du la ilallah gesagt hast mit Qawlun und Amal und so weiter. Aber barakallahu fikum, am wichtigsten und am besten ist, dass man Klarheit schafft. Unser Iman ist klar, die Taten gehören zum Iman. Und wenn man bestimmte Taten macht, dann wird man, oder wenn man gute Taten macht, dann ist man stärker im Iman. Wenn man schlechte Taten macht, dann ist der Iman schwächer. Und es kann sein, dass man durch eine Tat, Handlung, Aqida, Wort vom Iman ausgeschlossen wird. Und dass man, wal'iyadu billah, kafir wird. Aber das ist nicht das Hauptthema von Aqida. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Habt ihr Fragen, bitte schön. Sheikh, Imam Abdul Barr überliefert in seinem Buch Al-Tawhid, überliefert, dass Abu Hanifa seine berühmte Aussage zurückgenommen hat. Das ist vorbereitet, das ist authentisch. Ich denke, erstmal authentisch oder nicht, da haben manche Gelehrten versucht, natürlich Abu Hanifa zu verteidigen. Aber ich meine wirklich gesucht, dass man findet hier so von Abu Hanifa eine klare Aussage dazu. Findest du nicht. Die sind nur, sage ich jetzt, Erzählungen, dass Abu Hanifa sowas erklärt hat oder gesagt hat. Aber sein Sheikh, Sulaiman bin Abi Hamad, der war derjenige, der sowas gesagt hat. Aber er selber, Allahu Alam. Na. Dürfte man in so einem Fall, unabhängig ist, ob man weiß, ob diese Überlieferung jetzt von in seinem Buch von ihm Abdul Bader ist, authentisch ist oder nicht, dürfte man in so einem Fall den Imam der Ahl Sunnah wal Jamaa, um ihn in Schuss zu nehmen, sagen, also ohne zu wissen, ob das authentisch ist oder nicht, in dem Buch steht, dass er es zurückgenommen hat und so? Nee, du brauchst das nicht zu sagen. Sowieso, der meinte das nicht, was die Murji'a meinen. Ja, es kann, dass du ein Wort sagst, zum Beispiel, du sagst, diese Person ist Kafir und eine Person sagt, diese Person ist Kafir. Diese Person, die sagt, diese Person ist Kafir, der hat total andere Hintergründe als du. Deshalb, als die Fuqaha das gesagt haben, die haben andere Hintergründe gesagt. Deshalb meinen manche Gelehrten, dass der Ikhtilaf, der Unterschied ist nur sprachlich. Die meinten das nicht in Wirklichkeit, das so, sondern die haben das nur sprachlich gemeint. So, Abu Hanifa ist ein Imam von Ahl Sunnah al-Jama'a. Und Barakallahu fikum, es gibt keine Bestätigung auch, dass er so genau gesagt hat wie Al-Murji'a. Und deshalb, wenn wir ein Wort von einem Imam von Ahl Sunnah hören, dann versuchen wir das so zu deuten, so zu erklären, was am nächsten zur Aqidah von Ahl Sunnah und Jama'a ist, weil wir wissen, dass diese Person nicht das meint, was die anderen meinen. Wallahu a'lam. Na. Ich habe diesbezüglich über das Iman konstant bleibt, angeblich von Imam Abu Hanifa rahimahullah in der Erklärung gehört, dass er meinte, dass rein nach Fiqh Hintergrund, das heißt, es gibt entweder Muslime oder Kuffar. Achi ibn Abi al-Izz al-Hanafi in al-Tahawiyya, der hat in Scharh al-Tahawiyya, er versuchte das sozusagen so zu deuten und so zu mildern, was Abu Hanifa gesagt hat. Aber das ist nicht unser Thema jetzt, Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Unser Thema ist eine Glaubensrichtung. Abu Hanifa hätte niemals gesagt und hat niemals gesagt, dass die Taten nicht zum Iman gehören. Wo hat er das gesagt? Wenn auch manche Leute das behaupten, aber wo? Erstens. Zweitens, Abu Hanifa hat nicht so erklärt, dass der Iman nur so bleibt und kein Komplex ist und so weiter. Aufpassen, barakallahu fikum, da muss man sich vergewissern. Okay, es gibt manche, die was kritisiert haben, aber wir brauchen Deutlichkeit. Und noch drittens, wer hat mit ihm gesprochen drüber? Wer hat ihm zum Beispiel gesagt, das ist falsch, was du sagst? Wer hat Iqamat al-Hujja gemacht? Es gab in bestimmten Zeiten, dass man bestimmte Themen nicht diskutiert hat, wie in unserer Zeit. Es gibt manche Themen, die wir überhaupt nicht diskutieren. Auch die Gelehrten diskutieren das nicht. Zurzeit.
Vielleicht nach 20, 50, 60 Jahren wird man diskutieren. Und dann auf einmal kommt es, ein Großgelehrter hat das gesagt. Sagen wir ja, aber wie? Da war doch von alles Sunna, ja. Aber keiner hat ihm gesagt, das ist falsch. Weil man mit ihm nicht diskutiert hat darüber. Keiner hat ihm gefragt oder die Frage gestellt, was das ist. So, aufpassen, wir versuchen immer eine Entschuldigung zu finden für einen großen Gelehrten von Ahl-Sunnah al-Jama'ah. Und das ist unsere Pflicht. Meine Pflicht ist nicht, seine Fehler bloßzustellen, sondern meine Pflicht ist, für ihn nach Entschuldigungen zu suchen. Fick.